Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Kosmotiers. Ja, was habe ich gemacht? Wieso sieht das so schrecklich aus? Ja, wir haben ein bisschen Eisen gebraucht, um uns ein zweites Schiffchen bauen zu können. Und ich dachte mir, ich farm dann mal einfach mal so ein bisschen Eisen. Oder eher gesagt Stahlplatten. Und dann können wir vielleicht uns mal in dieser Folge ein neues Schiffchen bauen. Auch wenn wir es vielleicht nicht wirklich besetzen können mit Personal. Aber dann haben wir schon mal unseren zweiten Flieger. Ne? Ja, was habe ich mir noch so überlegt? Was können wir diese Folge noch so machen? Erstmal nochmal kurz zurück. Ich habe ja ein ganz kleines bisschen hier schon mal aufgedeckt, und zwar die eine Hälfte, die wir schon quasi vom Kreis hier erkundet haben. Dann habe ich außen den Außenring soweit auch schon mal erkundet. Das hätte sich auch nicht wirklich gelohnt. Da waren zwar zwei Kämpfe dabei, aber die waren nicht der Rede wert. Das war nicht viel interessanter als das, was wir, ja, nicht mal ansatzweise so interessant wie hier, wo wir hier einmal gegen sechs kämpfen mussten. Wobei, von diesen sechs haben wir ja nur drei besiegt und die anderen drei waren dann spurlos verschwunden, ne? Naja, egal. Ja, so, dann habt ihr schon mal gesehen, was ich quasi offline gemacht habe. Ich benutze jetzt auch immer mehr meine Hypersprünge. Hab mir angewöhnt, halt jetzt immer J zu benutzen, wenn es denn relevant ist. Ne? Und da wir hier gerade so viel Rotz bei uns haben, habe ich mal alle drei Stationen, die wir zurzeit besuchen können, überprüft. Wo könnten wir denn in der Nähe unser Schiffchen bauen? Und das ist zurzeit diese Station. Die haben genug Ressourcen, oder eher gesagt, noch genug Eisen auf Tasche oder Stahlplatten auf Tasche, die wir ihm noch zusätzlich zum Bau des Schiffes abkaufen können. Und ich baue es jetzt einfach. Ich baue uns einfach mal ein zweites Schiff. Wir werden sehen, wie sehr wir es benutzen können, aber ich hoffe, dass wir tatsächlich ein bisschen mehr Leute dazu beschaffen können. Schiff landet im bestehendes Einfügen. Versuchen wir erstmal das. Das wird nicht funktionieren können. Genau, da brauchen wir halt noch mal ein bisschen mehr Eisen. Ich mag das so lieber. Dann wird es direkt da eingefügt. Ne? Und dann steht das da. Und dann müssen wir hier unten rechts nur noch klicken. Genau, da fehlen uns halt noch ein paar von den Diamanten. Und ganz viel Eisen oder Stahlplatten, eher gesagt. Deswegen machen wir uns erstmal ein MK1 als kleinen Begleiter. Das schauen wir uns einmal an. Schiff laden. Das bauen wir dann auch gleich um. Also das wird nicht so bleiben, wie es jetzt ist. Das bauen wir direkt um, wenn wir das jetzt gleich hinsetzen. Und ich würde sagen, das machen wir einfach. Guck mal, wir haben einfach viel zu viel Kohle. Wir hätten halt weniger von den ganzen Gedöns haben können, dann wäre schöner gewesen. Naja, egal. Jetzt ist das so, wie es ist. So. Und was machen wir uns aus diesem kleinen Schneckchen? Wollen wir uns hier vielleicht zwei Railguns reinbauen? Dass das hier alles komplett wegkommt. Dann haben wir so einen kleinen Railgun gefolgen. Was haltet ihr davon? Ist doch mal eine Überlegung wert, oder? So, einmal kurz zur Panzerung. Da brauchen wir den. Zack. Dann kommt der weg. Jupp. Und ab zu den Railguns. Wir müssen halt von dem Schiff gleich noch ein paar Leute darüber schicken, damit das Ding sich überhaupt bewegen kann. Aber wo sind die Railguns? Die sind doch da, sind sie. Einmal. Nee, noch nicht. Noch nicht. Als erstes euch einmal kurz beiseite. Und das machen wir einmal kurz weg. Einmal weg. Einmal weg, bitte, habe ich gesagt.
Dich machen wir auch weg. Ja, und dann schon können wir loslegen mit unserer kleinen süßen Sonderrailgun. Die setzen wir mal dahin und da klatschen wir einfach mal noch ein bisschen Mauer hin, würde ich sagen. Ne? Eine kleine Feuerluke, so ist schön. Nicht Feuerluke, was sage ich denn da? Ein Feuerlöscher, meine ich. Und was man halt auch immer braucht, ist das. Die Ausstiegsluke. Ach, da ist schon eine. Egal, ich lasse die jetzt da und nimm die hier weg. So. Dann bauen wir erstmal die Railgun und dann schauen wir mal, ob das auf die rechte, auf die linke und ob wir hier immer noch so eine Kabine brauchen. Ich glaube, wir werden auch ein bisschen, obwohl da kann man schon schön die Munition horten. Genau, der wird auch sich selber Munition herstellen können müssen. So, da waren die Railguns. Wie viele wollen wir machen? Also, wenn wir uns auf Alt angucken, dann könnte man eigentlich 30 Stück in Reihe setzen, dann hast du 304% Bonusschaden. Aber ich finde, das macht nicht so wirklich Sinn. Wenn wir uns die anfänglichen Sprünge von ein Stück 20% plus Schaden, so wie ich das verstehe, plus 20%, ab zwei Stück nur noch, das zweite gibt dann halt nur noch 15% zusätzlich, ab drei gibt das dritte halt nur noch 13% und so weiter. Das wird ja halt quasi immer exponentiell weniger. Ich weiß nicht genau. Exponentiell ist ja eigentlich so eine aufsteigende Kurve. Wie ist die absteigende Kurve dazu? Ich weiß es nicht mehr. Egal. Nee, ihr seht ja, ab dem 10. Stück sind es halt nur noch 10%. 11. ist auch nur noch 10, 12, 10, 13, 10. Da geht es halt nur noch 10 und ab 14 sind es nur noch 9. 16, 8 und so weiter. Dementsprechend, Sweet Spot ist maximal 10 Stück, schätze ich mal. Kosten, Nutzen und Optik halt, ne? 1, 2, 3, 4, da muss schon der Abschluss hin. So, also, was macht unsere für einen Schaden? Kann man so gar nicht einsehen, ne? Was die für einen Schaden machen würde. Jetzt brauchen wir natürlich noch einen Gang. Ja, wir brauchen definitiv noch einen Gang, weil wir müssen hier überall ran, wie ich sehe, ne? Und ich kenne das auch noch aus anderen Folgen. So machen wir das. Und so machen wir das. Einfach sich... Ach, nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. So ist schon viel besser. So, dann führt halt kein Weg dran vorbei, als hier einen Gang zu setzen. Da haben wir unsere Türen. Wir können halt nur von... Wir müssen das alles beladen mit Strom. Wie viel Strom frisst das? Also das Stück braucht wie viel Energie? Munition 6 pro Schuss und Energie 0,5 pro Schuss. Das heißt, eine hält für zwei Schüsse und hier, wie viel Energie brauchen wir auch? Nochmal 0,5. 0,5, das sind 3 für zwei Schüsse. Der produziert 4. Wenn ich mir also... Hoppala. Noch einmal ganz kurz. Den hier. Hier hinsetze. Dann könnte es sein, dass es... am strategischsten... am sichersten, am besten verteilt hier ist. Oder wir machen eins für hier und eins für da oben. Ich glaube, für eins für hier, eins für da oben ist besser. So. So, so, so. Dann müssen wir auf jeden Fall noch ein schönes Design dazu finden. Definitiv. Das machen wir natürlich wieder alles schön mit Stacheln und so.
Nee, so. Und so. Und zack. Jetzt müssen wir dich nochmal wechseln, genau so rum. Ja. Oder? Lass uns mal einfach ausprobieren, wie oder was da gut aussehen könnte. Zack. So. Ja, langsam. Nee, das sieht doof aus. So. Auch nicht, nein. Gut. Nee, 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 jetzt könnte das. So, ja, das gefällt mir. Machen wir so ein. Oder so ein Dörnchen. Ja, wir lassen das einfach so mal. Dann haben wir hier von, wenn die anfangen von der Seite zu ballern, sollen sie doch den Flügel anballern. Der stört uns nicht. Das stört uns nicht. So meine ich das. Und damit wir das weiterspinnen können. So, zack, Steuerung C. Dann machen wir einfach mal Steuerung V hier. Nochmal so ein Dörnchen. So einen kleinen. Ey, ran da. Nicht genügend Stahl, ne? Oh, Heidewitzke. Na gut, aber ich behalte es mal im Hinterkopf. Hier hinten mache ich es noch ein bisschen dicker. Definitiv. Ja, das können wir machen. Wenn wir noch genug Stahl. Warte mal. Gehen wir mal kurz hier rüber. Wie viel haben wir? Nichts, ne? Dann können wir doch jetzt einfach mal sagen. Er weg. Guck mal. Oh, wir haben auf einmal doch ganz viel Stahl. Ne? So. Und wie kann ich jetzt das Personal rüberschicken? Oh. Damit habe ich mich jetzt natürlich nicht auseinandergesetzt. Namenloses Schiff. Hey, sag sowas nicht. So, wie können wir jetzt Personal nochmal rüberschicken? Nicht gesteuert werden, weil es entweder kein Kommandeur. Ja. Da gab es doch mal so ein Tutorial, ne? Hätte ich mir das mal gemerkt, wie ich das kann. Also, der kann auch den nicht ansprechen, aber. Wir müssen ja irgendwie hier die Leute. Zeige eine Liste aller Crewmitglieder auf dem Schiff. Können wir? Achso, das ist ein Helm oder eine Frisur oder so. Ich dachte schon, der hat sich so an den Kopf gepackt hier. So ein Verrückter. So. Angreifen wollen wir nicht. Strafe. Bewegung? Ah, eine straffe Bewegung. Okay. Crew verwalten. Ich dachte, das wäre eh hier. Modus Gruppe befehligen. Können wir irgendwie so? Nein, so auch nicht. Auch nicht. Manuelle Steuerung. Angreifen wollen wir nicht. Ressourcen verwalten. Dieses ist auch nicht. Na egal. Bauen wir das dann hier erstmal ein bisschen weiter. Solange überlege ich erstmal. So. Ja, so ist sogar noch besser. Dann müssen wir nämlich
den gegen den Dingen austauschen. Ah. Ich weiß, man kann das auch alles immer so hin und her wechseln, sodass ich immer hin und her springe. Ne? Aber, da möchte ich dann aber auch etwas genau, damit das so ein bisschen dicker aussieht. So wie bei dem hier hinten machen wir das auch gleich nochmal. Nee, nicht mit der Stärke, sondern eher mit der Stärke. So. Wenn wir den zack, zack. Oder jetzt erstmal wieder so ein. Ja. Nochmal den. Dann brauchen wir natürlich wieder ein Digi und einen kleinen. So. Genau. So kann man sich wieder sehen lassen, ne? Zwei Digis. Einer, nee, das sind zwei kleine. Da sind die zwei Digis. Die wollte ich sowieso immer ein ganz klein nach vorne setzen, damit sie halt den gesamten Bogen hinkriegen. Dementsprechend können wir dann die beiden daran klatschen. Ja. Kann man schon fast so machen. Euch drehen wir einmal. Oh, das war nicht meine Absicht. Ich wollte die drehen. Vergessen, dass man mit Rechtsklick dreht. Du kommst nochmal weg, genau. Dich brauchen wir nämlich nicht, weil wir nehmen ja nur 107 vom Schiff. Das heißt, was machst du? 100, nee, der macht nur 50. Zwei davon wären auch zu wenig, also nehmen wir einen hiervon. Ne? Und den schieben wir halt, den lassen wir da. Den lassen wir da, wo er jetzt ist. Dann können wir nämlich nochmal eine Sensorstation. Wollen wir noch eine Sensorstation? Ich meine, der soll ja sowieso quasi nur uns hinterherlaufen. Mehr soll der nicht machen. Oh, was ich noch alles lernen muss. So, der wird aber auch auf jeden Fall rückwärts gerichtete Düsen brauchen. Na? Also hier kommen wir leider nicht drum herum. Oh, können wir bauen. Jetzt nicht mehr. Dann machen wir das jetzt mal rückgängig. Aber rückwärts gerichtete Düsen brauchen wir. Die wären da doch vielleicht gar nicht so verkehrt, oder? So einmal. Ja. Ja. Gut. Zack. Ein Durchgang. Ja, dann müssen wir dich aber auf die andere Straßenseite schieben, genau. Einmal von der Seite. Ne? Und einmal von der Seite. Da kommen wir mal so hin. Dann können wir wieder ein paar. Nee, nicht so dick. So. Und so hinsetzen. Nicht zu viel. Aber auch nicht zu wenig. Da muss noch ein Schild hin. Und. So. Genau. Nach hinten hätte ich auch eigentlich lieber ein großes Schild, aber sei es drum. So. Gut gepanzert an den Seiten. Das heißt, da müssen wir jetzt nicht zwangsläufig noch Schilde hinsetzen. Wie viele Personen brauchen wir hier? 58 bräuchten wir hier. Ne? Das würde wie viele Personen noch benötigen? 5.
Für zwei solche Dinger. Okay. Hier haben wir ein Schild. Dann wäre eigentlich nicht schlecht, wenn wir hier auch nochmal so ein Schildchen hinsetzen. Und einfach nur spaßeshalber. Da sitzt eins. Wäre natürlich hier sinnvoller. Aber wir können keins. Ne, reicht mir so. So reicht's mir. Nach hinten gerichtete. Nein. Hier so zur Seite. Ach. Nee, das reicht so. Das muss so reichen. Die Leute müssen immer an der Railgun erstmal vorbeigehen, bevor sie da hinkommen. Oder wir setzen alles nochmal ein Klotz weiter nach unten, damit sie da auch vernünftig durchkommen. Und diesen Hohlraum, was machen wir damit? Guck mal, das ist auch noch nicht ganz identisch. Stimmt's? Stimmt. So. Halt einfach nur schutzeshalber. So, ein bisschen mehr. Ja, dann können die alle nicht mehr laufen da drinnen. Nee, wir lassen das so weit erstmal. Und speichern den hier jetzt so weit ab. Ach, ist er ja schon. Weil gebaut und so. Nein, bleib mal da stehen, wo du jetzt stehst. So, da ist keiner. Die Anzahl der Crewmitglieder, die... Schauen wir mal hier unter Tutorials und Kontext. Schiff, Station rufen. Dein Schiff bemalen? Nein, ich dachte bemannen, wollte ich gerade lesen. Schiff antreiben? Nein. Kampftaktik, Schiffsteuerung. Crewmitglieder, Rollen fortsetzen. Gruppenbefehle? Nee. Raketen, Minen, Kanonen, Munition. Keine Flotte befehligen. Deine Flotte befehligen. Ja. Formation. Bänder, Kreativmodus. Steuerung. Verlassene Schiffe. Da. Gelegentlich wirst du Schiffe entdecken, die von ihrer Crew verlassen wurden. Von diesem Schiff kannst du Ressourcen bergen, wie bei jedem Schrott, aber du kannst auch die Kontrolle über sie übernehmen und sie zu deiner Flotte hinzufügen. Wenn du die Kontrolle über ein verlassenes Schiff übernehmen willst, klicke auf die Schaltfläche, auf diese also, und wähle die Option Crew entsenden. Wähle anschließend, wie viele Crewmitglieder du auf das verlassene Schiff entsenden willst. Möglicherweise musst du das gewünschte Schiff aus dem Dropdown-Menü auf der rechten Seite auswählen, wenn du bereits mehr als ein Schiff hast oder mehrere verlassene Schiffe in der Nähe sind. Klicke auf die Schaltfläche Entsenden einleiten, um deine Crew zu entsenden. Wenn deine Crew auf dem Schiff eintrifft, übernimmt sie die Kontrolle über das Schiff. Ja. Gut, dann machen wir mal fortsetzen. Crew entsenden, Crew entsenden, Crew entsenden. Genau dahin. Entsenden wir mal 10. Zack, Digi. So. Ja. Ja, 10 Leute können hier nicht viel ausrichten, ne? Ja, ist ja halt nichts irgendwie auch nur ansatzweise mit Saft versorgt. Ja. Können wir mit dir vielleicht Leute anheuern? Nee, natürlich nicht. Also wir brauchen, egal wie viele Schiffe wir haben, brauchen dementsprechend viele Personen.
So, aber wir können doch sicherlich auch Ressourcen entsenden, ne? Ressourcen übertragen. Super. Schmeißen wir mal den ganzen Rotz rüber. Und was können wir dem noch geben? Ja, so viel jetzt nicht. Aber vielleicht so viel erstmal. Was braucht der Junge noch? Ach, das reicht erstmal, ne? So, hat er hier Bergbaulaser? Ja, der hat auch zwei Bergbaulaser. Wird auch brauchen, weil er Schwefel und Eisen braucht, um Munition herzustellen. Bin ich gar nicht mehr ganz so sicher, braucht man Schwefel und Eisen oder Schwefel und Stahlplatten? Naja, egal. Mit unserem Hauptschiffchen können wir dann erstmal. Was? Mach mal bitte was. Ich würde schon sagen. Ja, stell dich irgendwo hin. Junge. So, mit dir können wir dann erstmal anfangen zu verscherbeln. Alles weg. Weg damit. So, wir wollen erstmal wieder ein vernünftiges Schiff aus hier machen. Ja. Dafür nochmal ins Baumenü. Abreißen, abreißen. So und so. Klatsch. Klatsch. Und weil es so schön war, hihihi, machen wir dir auch kleine Dornen. Machen wir sie dir das so oder so? Die Lücke ist nicht allzu schön. So. Vielleicht noch ein Dorn hier hin. Ja. Ja. Sag. Dann sehen sie sich wenigstens auch ein bisschen ähnlich. Klitzekleines bisschen. Ja. Und wir sind ein bisschen tankier von der Seite her. Noch einmal kurz. Das fand ich bei dem anderen Schiffchen jetzt auch ziemlich cool. Das hier. Das hier. Ja, besser. Besser. Und wir müssten doch eigentlich relativ viel Tritiumstahl haben. Ach nee, wir haben doch das Schiffchen gebaut. Ja, da haben wir doch hier die Masse an Tritium verballert. Das habe ich ja ganz vernachlässigt. Hey, hey. Alle einfach weg. Nee, warten wir ganz kurz. Da kommt doch bestimmt gleich wieder jemand, oder? Kommt da jemand? Hi. So, N. Kann man bei euch vielleicht Leute an? Nee, gar nichts. Gar nichts. Was geht bei euch sonst so? Auch nichts. So, was passiert hier? Also, ihr kommt gerade so hinterher, um diese drei zu betreiben. Na gut. Also, du bleibst dann wohl erstmal hier in diesem Schutz. Alter, bleib bloß da stehen, wo du jetzt stehst. Boah, brich bloß die Aktion ab. Genau, halten. Auf H. Gut, das muss ich mir merken. So. Also, jetzt haben wir gesehen, wie wir unser Schiffchen da so rüberschmeißen. Wir haben uns. Ja, guck mal, das Schiff ist tatsächlich relativ identisch breit wie unser Schiff. Muss so sagen. So. Jetzt gehen wir runter. Ist halt nur ein bisschen schmaler, weniger. Kann weniger Zeugs tragen, ist aber nicht so wild, weil das ist ja quasi nur ein Kämpfer. Den nehmen wir nur mit als Kämpfer. So. Und dann werden wir uns halt noch ein Bollwerk bauen, der wird dann vorne stämmig, ne? Und nach hinten rum schmaler.
Aber natürlich müssen wir da diese Dornen mit beachten. Und der muss halt extrem wendig und super schnell sein, das Bollwerk. Ne? Der muss auch mindestens genauso viele Schilde haben vorne, aber der darf halt nur kleine Schilde nehmen. Der darf die großen Schilde gar nicht oder vielleicht mal 1, 2 irgendwo zwischensetzen. Der wird ja auch deutlich breiter vorne sein. Und dann muss er halt viele... Ach, stimmt ja gar nicht. Wenn wir auf Kanonen gehen, dann gibt es ja auch solche im mittleren Bereich so Kanonen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier wirklich alles ist. Deswegen, also fürs Erste, ja, aber ich denke mal, da kommt noch mehr. Da muss noch mehr kommen. Und ich würde gerne mal die Railguns ausprobieren. So, aber ich würde sagen, für heute war's das. Wir haben die ganze Zeit eigentlich nur gequatscht, ein Schiffchen gebaut und es sieht ja auch gar nicht so schlecht aus. Ja. Ich finde, das kann man so vorzeigen. So, das Grundgerüst ist identisch mit unserem Hauptschiff. Auch mit dem, was wir vorher gebaut haben, so. Ja. Doch. Es ist ganz cool. Ich finde es nur schade, dass er die Farben hier nicht übernommen hatte. Aber ist okay. Irgendwie ein Design. Vielleicht nochmal darüber. Vielleicht kann man hier dieses Design einmal speichern. Schiffsdesign speichern. Ja. Ach so, das ist Schiffsdesign. Ja, nee, so wollte ich das nicht. Farbdesign speichern. Farbschema speichern. Ja. Speicher mal das Farbschema. Okay. Dann gehen wir hier nochmal rüber und laden das Farbschema nochmal. Farbschema laden. Zack. Und das nächste. Farbschema laden. Zack. Auch nix. Ja, gut. Dann ist es schon mal schwarz. Herrlich. Na gut. So, in dem Sinne, lasst mir gerne einen Kommentar da, was wir als nächstes machen wollen. Geplant ist, das hier erstmal aufzuräumen und dann gehen wir erstmal wieder zurück in die erste Welt. Ja. Oder ins erste System. Und werden dort halt diesen einen Fraktionsauftrag erledigen. Wenn wir hier alles erledigt haben. Und dann springen wir hier rüber. Und dann systematisch immer eins nach dem anderen. Dann, wenn wir hiermit durch sind, müssen wir hier rüber. 5 bis 7, ne? 5 bis 7, was kommt danach? Ja, 7 bis 9, ne? Die beiden 7 bis 9er. Dann 8 bis 10, 9 bis 11. Und so systematisch boxen wir uns dann immer weiter in schwierigere Gefilde bis zu, wo ist die 18? Gibt es hier keine 18? Es muss doch irgendwo eine 18 geben. Da, 16 bis 18, das ist das härteste Pflaster. So, na gut. Dann noch einmal vielen Dank und bis zur nächsten Runde. Tschüss.